Schönen guten Abend zur LVB Tochrunde nach dem Spiel gegen die deutsche Jugendkraft Rimpa. Mir zur Seite der Jens Bürkle, Trainer bei Rimpa und natürlich der Thorsten in dieser Saison bei der SG LVB. Jens. Ja, wie sollen wir hier anfangen bei dem Spiel? Ist schwierig, ne? Es ist einfach nicht einfach. Die erste Halbzeit sah es zum Teil so aus, als ob leichte Vorteile bei der LVB lagen. Dann waren die leichten Vorteile auf einmal wieder bei Rimpa. Dann wurde acht oder neun Minuten lang auf zwei Toren rumgeritten. Dann, ja, also es war in Hin und Her gewogen. Zu Ende der ersten Halbzeit dann der, für mich, muss ich sagen, verdiente Ausgleich für euch zum 10 beide. Ja. Und dann ging es eigentlich in der zweiten Halbzeit so weiter. Ich kann dich eigentlich bloß fragen, Jens, warum hast du nicht gewonnen? Ja, erstmal denke ich, dass es eine vernünftige Leistung war, vor allem in der Abwehr von Leipzig. Das muss man sagen. Und ich denke, weil wir im entscheidenden Moment nicht clever genug waren, da waren wir so ein bisschen grün in den Ohren, steht es 18-21. Leipzig hat Ball, ist irgendwo nass auf dem Spielfeld, dann beschweren sich drei Leute, ob man nicht eventuell vielleicht wischen könnte. Ja, und Leipzig bestraft es, dann sind es bloß noch zwei, dann machen wir den nächsten Fehler hinterher. Dann fressen wir, denke ich, ein ganz, ganz leichtes Kemper-Tor, wo man sieht, der Außen, der will überhaupt nicht werfen, der rennt nach außen weg. Da müssen sämtliche Alarmglocken läuten und sagen, da kann nur noch der Kemper-Pass kommen, wenn die Leute vielleicht auch ein bisschen intensiver Video schauen würden. Ja, das war mit Ansage. Das ja, dann hätte man vielleicht auch die Situation schon mal irgendwo sehen können. Und das ist dann so ein bisschen schade, weil wir nicht gut gespielt haben und uns trotzdem durchgekämpft haben mit, ich sag mal, auch im reduzierten Kader ein bisschen. Gerade ohne Linkshänder war es natürlich vom Spielfluss her sehr, sehr schwer für uns im Rückraum. Auch der Julian Sauer hat leider nicht seinen besten Tag erwischt, aber da musste er einfach durch. Und, eine Situation symptomatisch. Der Julian geht im fast freien Konter zum Tor und versucht dann noch den Mann zu umlaufen. Ja, wenn er mit Selbstvertrauen, dann rennt er da durch und macht überhaupt keinen, oder nimmt den Kopf hoch und sieht den Schnicks, der da auch glockenfrei ist. Und das ist auch so eine Phase, da steht es dann unentschieden, da können wir einfach irgendwann mal wegkommen. Und das haben wir oftmals versäumt, uns einfach entscheidend abzusetzen. Und das war ein bisschen ärgerlich für uns. Trotzdem mit unserer Aufstellung, wie wir aufgelaufen sind, muss man erst einen Punkt in Leipzig holen gegen eine wirklich sehr, sehr gute Heimmannschaft. Hinten raus ist es ärgerlich, dass es nicht mehr war. Aber das haben wir uns selber zuzuschreiben und von daher, ja, kann ich trotzdem noch mitleben. Jens, eine Frage von mir, interessierte mich schon die ganze Zeit. Im Vorjahr hatte ich noch den Heiko hier sitzen. Du bist jetzt in ziemlich große Fußstapfen vom Heiko Kacher getreten. Wie fühlst du dich da drin? Ach, ich versuche meine eigenen Stapfen zu hinterlassen. Man muss ja nicht die anderen Ausgetretenen schon hinterlaufen, sondern versuchen, ein bisschen neue Wege zu gehen. Das wollte ich eigentlich hören. Du stehst ganz oben. Ja. Ja. Ich sage immer, das Glück ist mit dem Dummen. Ach Quatsch, jetzt hör auf. Nein, das würde ich nie sagen. Thorsten, mir fällt es trotzdem schwer, jetzt Glückwunsch zum Punkt zu sagen. Doch, mir fällt es ein bisschen schwer. Erklär mir dein Gefühl dazu. Also erstmal schönen guten Abend. Also ich bin froh über den Punkt, ganz klar. Ich glaube, wir alle Zuschauer haben ein rasantes Spiel gesehen, was alles beinhaltet, was Handball ausmacht. Es war ein schnelles Spiel, es war manchmal auch, ein Stück zerfahren gehört vielleicht auch dazu, wenn zwei doch wirklich gute Mannschaften aufeinandertreffen, wenn es darum geht, keinen Punkt abzugeben. Und wir wollten zu Hause unsere weiße Weste wahren und ich bin nicht mit dem Punkt wirklich nicht unzufrieden. Ganz klar, ich kann dich verstehen, wenn du sagst, drei Tore vor 18-21, dann müsst ihr einen Sack zumachen, keine Frage. Wir hatten vorher, glaube ich, auch drei Tore vor und habe ich gedacht, wir machen einen Sack zu. Ja. Es ist noch nicht Weihnachten und unter dem Aspekt her, glaube ich, gesehen, geht die Punkteteilung am Ende in Ordnung. Ich habe über weite Strecken zwei Mannschaften gesehen, die wirklich ein gutes Potenzial für die Regionalliga aufweisen. Habe Spieler gesehen, die heute nicht unbedingt ihre besten Leistungen abgerufen haben auf beiden Seiten. Also ich sehe auch bei mir oder bei uns in der Mannschaft natürlich heute so einige Schwächen, mit denen ich nicht wirklich glücklich bin. Andersrum, wenn man natürlich dann noch so eine Kanone wie Carlo Wittig am Ende hat, der das Ding dann einfach reinschweißt und, glaube ich, Max Brustmann fast den Kopf abwirft, dann muss man einfach ganz klar sagen, da ist es gut, auf so einem Kader zurückgreifen zu können. Und ich bin froh, dass alle 14 da waren, denn wir mussten heute relativ frühzeitig von unserem System abweichen durch die 2-Minuten-Strafen. Und das hat vielleicht ein Stück uns behindert. Nichtsdestotrotz, ein Punkt,
Die Mannschaft hat sich den redlich verdient. Ich habe vorhin gesagt, ich bin stolz auf sie, dass sie zurückgekommen ist und nicht aufgegeben hat. Wir hätten vergangene Saison, da haben wir ja eine richtige Klatsche gekriegt. Mit 14 hier. Ja, ja, 14. Aber es ist lange her. Und es erinnert sich keiner eigentlich mehr dran und ich bin ganz froh drüber. Ja gut, zwischendurch war noch ein Auswärtssieg in Rimpau. Das muss man nicht erwähnen, Kurzschluss. Nein, ich habe heute zwei Mannschaften gesehen, die Mannschaften waren, die füreinander gekämpft haben, wo kaum sich gegenseitig irgendwie beflötet wurde, wo wirklich mit Macht und bis zum Ende gekämpft wurde. Jens, siehst du das genauso? Deine Mannschaft war genauso eine Mannschaft wie uns, also war richtig toll. Das ist unsere Philosophie. Ja. Wir haben, ich sag mal, einen Verein, der auf diesen ganzen Werten auch beruht. Und wir wollen kämpfen von der ersten bis zur letzten Minute, wollen das auch weiterleben und nach unten tragen. Und das haben wir heute gemacht, auch wenn es vielleicht spielerisch nicht unsere beste Leistung war. Aber trotzdem, der Kampf ist da und wenn der Wille da ist, dann kann ich mit sehr, sehr vielen leben. Und wenn es dann mal nicht ganz reicht, dann hat es halt nicht ganz gereicht. Aber das war vom Wille und vom Einsatz her, denke ich, sehr, sehr gut. Von allen beiden, Thorsten, das Kompliment müssen wir auch uns machen. Aber keine Frage. Also ich habe ja im Vorhinein auch, du warst ja bei der Einstellung mit dabei, ich habe gesagt, das, was euch echt ganz stark macht, Jens, ist einfach eure Teamgeist. Ich glaube, da sind wir von der Philosophie ja ähnlich gelagert. Es gibt andere Spitzenmannschaften, die eher auf Individualisten setzen. Das sind wir nicht, sondern wir sind auch, die über den Kampf, über die Teamleistung kommen. Und ich denke, das ist auch echt ein Faustpfand. Ich bin froh, dass ich so eine Mannschaft mit so einem Teamgeist habe. So, denke ich mal, ist der Applaus richtig wert. Jens, mit diesem Unentschieden bleibt ihr auf jeden Fall ganz vorn, ganz oben. Da, mit einem Verlust wäre der leider, hätte der Coburg, nein? Nee, auch nicht. Es gibt einen direkten Vergleich in dieser Liga, das wissen nur nicht alle. Ach ja. Ja, aber zurzeit wird noch nach den Punkten gewertet. In dem Moment wären sie unten gewesen, ja. Am Ende nicht, wenn zusammengerechnet wird, aber zurzeit wäre, ist egal, seid ihr nicht. Seid ihr da. Wer ist euer nächster Gegner? Die TG Münden daheim, das wird auch wieder der nächste Brocken im November. Auch eine Mannschaft, die wirklich fantastischen Handball bis jetzt gespielt hat. Ja. Und ich hoffe, dass wir vielleicht ein, zwei Leute noch mehr an Bord haben, damit wir auch unseren Spielfluss einfach so ein bisschen erhöhen. Das war heute schon sehr, sehr langsam, was sich nachher vielleicht auch bloß in vier technischen Fehlern oder nachher noch ein paar Fehlpässen zeigt. Aber wir müssen einfach unser Tempo wieder erhöhen, das war heute nicht. Und ich hoffe, dass der Wedi auf jeden Fall wieder zurückkommt. Vielleicht kommt der Jan Winkler wieder zurück und dann haben wir noch zwei Linkshänder im Rückraum dabei und dann können wir einfach das Tempo wieder deutlich erhöhen. Und dann müssen wir gucken, wie wir die starke Mannschaft daheim schlagen. Ich hoffe auf eine volle Halle. Und dann wollen wir gucken, dass wir weiterhin an unserer Philosophie 3 bleiben und vielleicht Münden auch daheim niederkämpfen. Ich wünsche euch alles Gute dazu. Nochmal kurz zur Philosophie. Heute die Philosophie der Schiedsrichter war es, sehr viele teilweise auch Zeitstrafen zu verteilen, wo ich sage, normalerweise ist nun kein Halma, was wir hier machen. Wir spielen nun mal einen Handball. Wenn ich so von meinem Gefühl her gehe, sage ich, es hat euren Spielfluss mehr zerstört als unseren. Hast du das genauso gesehen? Nein, jetzt nicht. Ich will ja nicht kritisieren. Nein, die Frage ist, wie ich mich jetzt hier am vernünftigsten rausrede. Ich denke, wir haben viele Fehler gemacht, aber auch die Schiedsrichter ein, zwei Sachen, mit denen ich partout nicht einverstanden war. Das geht mittlerweile, ist ja schon massiv, was ein Daniel Sauer für Nichtigkeiten, 2-Minuten-Strafen kriegt. Der nimmt uns nach Kleinigkeiten ist er jedes Mal aus dem Spiel draußen, wo er sagt, das geht einfach nicht und damit macht es natürlich sehr, sehr viel kaputt. Das war aber bei euch ja nachher auch so. Ich sage, das hat so ein bisschen auch so den Spielfluss von beiden der so ein bisschen kaputt gemacht. Der Spielfluss ist gar nicht richtig aufgekommen, wenn man aber, so will. Ne? Ja, da müssen wir uns halt anpassen. Also das war die Regelauslegung, wie sie gemacht haben. Ich hätte sie wahrscheinlich so ein bisschen anders gepfiffen. Aber ich glaube nicht, dass irgendeine Mannschaft extrem bevorteilt oder benachteiligt wurde. Aber es war halt ärgerlich, dass wir uns nicht schneller darauf angepasst haben oder eigentlich hinten raus auch gar nicht. Und ja, sind wir selber schuld immer so ein bisschen. Ich sag, wir haben genügend Fehler gemacht, die wir abstellen können, wenn der Schiedsrichter ein paar Fehler macht. Das können wir halt nicht beeinflussen oder nur sehr, sehr, sehr gering. Und immer erst an die eigene Nase fassen und dann gucken wir, dass wir weniger Fehler machen, dann wird das andere vielleicht nicht ganz ins Gewicht gefallen. Sehe ich ähnlich, Thorsten. Unsere Fehler waren teilweise auch etwas sträubend. Bei mir die nicht vorhandenen Nackenhaare, aber... Hast du auch so gesehen, ne? Ja. Teilweise Abspielfehler, wo ich sage, muss nicht sein. Ich glaube, du kriegst eine graue Haare als Trainer, zwischenzeitlich ganz kurz, aber ich möchte keinem Spieler irgendwie... Es geht noch, Thorsten. Ja, danke. Ich sage jetzt nichts dazu. Okay, ich glaube, ich mache keinem Spieler irgendeinen Vorwurf, dass er nicht wollte oder dass er nicht bereit ist. Ich denke auch gerade, dass das letzte Zuspiel von Carlo Wittig auf die andere Seite zur Seitenverlagerung genau richtig, aber eben im Prinzip nicht in den entsprechenden Laufweg rein. Und
ja, solche Spiele, wo die engen Spielstände sind, kann sowas am Ende den Ausschlag geben für einen Sieg oder für eine Niederlage. Heute ist es am Ende ein Unentschieden geworden. Ich bin froh, dass wir nur 22 Tore bekommen haben. Zuletzt haben wir da etwas mehr gesündigt. Und ja, unter dem Aspekt. Ja, aber das haben wir aber gewonnen. Ja, haben wir 30 gekriegt, auf 34 geworfen. Ich glaube, wir haben einfach wirklich, wir sind auf eine starke Mannschaft getroffen und das war von Anfang an klar. Und deswegen ist mir die 22 Tore ist für mich schon wichtig, auch für die Mannschaft wichtig. Aber zu den Fehlern nochmal, wir werden intern natürlich das Spiel auch nochmal auswerten. Ich glaube, das macht jede Mannschaft auch im Nachhinein und deswegen will ich jetzt auch gerade hier in der Öffentlichkeit gar nicht groß ausholen. Ich glaube, wir hätten weniger Fehler, hätte uns gut getan, aber das kann ich bei dem Gegner im Prinzip selber auch nur bestätigen. Und dann wäre vielleicht am Ende in 28-28 rausgekommen. Was mich so ein bisschen genervt hat, Kompliment an den Jens. Die Nummer 4, Sebastian Kraus, die hat sich ein paar Würfe genommen, wo ich sage, also wenn die nicht reingegangen wären, hätte ich dem was erzählt. Aber die meisten sind reingegangen, ne? Ja, der hat nur einen Fehlwurf. Ja. Ja, aber das ist ja auch seine Stärke. Er hat mir nämlich den Platz gegeben im 1 gegen 1. Dann hat er den Arm zweimal frei und dann, dass der Kerl nicht oben drüber wirft. Ist verständlich, ne? Ist nun mal seine nicht der allergrößte. Seine Wurftechnik, die er sehr, sehr häufig da anbringt. Und er hat es heute wirklich sehr, sehr gut gemacht. Hat die Mannschaft auch sehr, sehr gut geführt. Hat in der ersten Halbzeit ganz viele Aktionen, wo auch den Kreislaufer sehr, sehr gut freispielt. Wo ich auch ein, zwei Mal denke, da hätten wir vielleicht sogar noch einen 7 Meter pfeifen können. Da steht der Abwehr, glaube ich, im Kreis. Aber auf der Gegenseite aber ähnlich. Ja, ich sage gerade, was in meinem Hirn rumfliegt. Ja, aber der hat ein gutes Spiel gemacht, sage ich auch so. Ja, genau. Thorsten, unser nächster Gegner, komm. Na, wir haben nicht viel Zeit. Müssen wir nicht drüber reden. Donnerstag sind wir in Magdeburg zu Gast bei der Erstliga-Reserve. Und wer genau hinschaut und das. Ja, die stehen etwas über uns. Ja, das ist das eine, aber wer aufmerksam verfolgt, mit welcher Aufstellung SC Magdeburg 2 jetzt wirklich die letzten Spiele agiert, da muss man ganz klar sagen, es ist eine verkappte erste Bundesligamannschaft. Und in vielen Dingen, das heißt also, ich glaube, dass die zweite Männermannschaft von Magdeburg ohne die Erstligakader natürlich eine deutliche Schwächung spüren würde. Ganz klar, wenn man aber in so einem Club ein Nachwuchsleistungszentrum hat, was diese Chance bietet, letzten Endes Doppelspielrechte zu nutzen, dann muss man das machen. Wir sind dafür auch gedanklich vorbereitet. Ganz klar, ich beschäftige mich ab heute mehr mit Magdeburg. Erstmal war Rimper dran. Und ich weiß aber, am nächsten Tag, am Freitag, wird das Europapokalspiel sein, wo der SC Magdeburg sicherlich nicht alle seine Spieler in der ersten Bundesliga zusammen haben wird. Deswegen rechne ich mit allen Spielern bei uns. Und das wird natürlich ein imposantes und tolles Spiel, zumal wir in einer altehrwürdigen, die das schon einmal kennen aus der Vergangenheit, Hermann-Giesler-Halle spielen. Das kenne ich aus eigener Erfahrung noch mit der ersten Männermannschaft, damals vom Club Leipzig. Und ich glaube, es ist schön, das Parkett wiederzufinden und ich hoffe, wir werden dort ordentlich bestehen. Jens, hast du schon gegen Magdeburg gespielt? Ja. Erzähl was, komm. Ja, ich habe es damals schon gesagt, wenn der Philipp Weber mitspielt, wird es eine ganz, ganz zähe Nummer. Das ist einer, der so pendelt zwischen ersten und zweiten Mannschaft. Der war damals nicht dabei gegen uns, weil sie eine Mannschaft haben, die wirklich sehr, sehr solide ist, richtig gut deckt, vom System her ganz, ganz wenig Fehler macht. Eine Mannschaft, die aber trotzdem ein, zwei richtig individuell starke Spieler hat, mit dem Bert Hartfield, dann haben sie mit dem Musche jetzt noch einen dazugekommen, der vom insolventen Post-Schwerin dazugekommen ist. Und das ist eine Mannschaft, die richtig, richtig Qualität hat. Denn er hat so ein bisschen, als wir gegen sie gespielt haben, was in der Spitze gefehlt. Und das haben sie jetzt eben dabei. Und das macht es jetzt zu einer richtig schweren Aufgabe. Ja, ja, das stimmt. Ich habe euer Spiel gesehen. Ihr habt es abgezogen mit 4. Und ich hoffe, wir können, sicherlich waren wirklich da jetzt Philipp Weber nicht dabei, aber ich glaube... Mir würden 3 reichen. Ach, der Druck wächst. Mal ehrlich, ich glaube einfach, es macht einfach auch Spaß, gegen so eine technisch gut ausgebildete Mannschaft zu spielen, sich dort zu präsentieren und letzten Endes zu schauen, wie stark ist der eigene Verein. Und es gibt gar keinen Grund, dort in irgendeiner Art und Weise gedanklich uns mit einer Niederlage zu beschäftigen. Wir wollen einfach dort ordentlich auftreten und mal gucken, was am Ende rauskommt. Ob ein Sieg, ich will jetzt keine Prognose geben, ich freue mich drauf. Donnerstag ist also unsere Zeit, 20 Uhr, wer Lust hat, reist gerne mit nach Magdeburg. So machen wir das. So, von mir her nochmal heute einen Riesendank an die mitgereisten Fans vom DJK Rimper. Einen riesen Dank an alle Fans der SG LVB. Es war heute eine wunderbare Stimmung in der Halle. Es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Dem Jens alles Gute gegen die TG. Ich will euch siegen sehen. Ich will uns siegen sehen. LVB-Talkrunde nach dem Spiel gegen die DJK Rimper, die Wölfe. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.